Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Wir spielen hier heute mit der neuen Eject-Version und ja, ich glaube der Velocity könnte ein bisschen mehr flaggen als letztes Mal. Aber dafür ist der Scaffold Walk jetzt ein absolutes Meme geworden. Es gab einen Typen unter meinem letzten Video, der meinte, ja, ich habe einen schnelleren Scaffold Walk aufgehauen, ich bin mega cool und der hat halt geflaggt. Aber das Witzige ist, der Eject-Dev hat das aus Zufall auch auf Hypixel herausgefunden, dass sowas geht. Man hat das auf Gomme getestet und wer hätte es gedacht? Ah ja, es geht auf Gomme natürlich auch. Ja, Sprintjumpen beim Scaffold Walken ist sehr clean. Der Server und das Intave Anti-Cheat ist das Beste, was wir seit Jahren jemals beobachten durften. Es ist einfach einwandfrei und ja, einfach nicht bypassbar. Ich weiß halt nicht, wie man sowas Gutes coden konnte. Ich persönlich hätte es nicht besser hinbekommen. Oh warte, es gibt ja so öffentliche Tutorials, wie man sowas fixen könnte in seinem Anti-Cheat. Aber ja, wird mir stinken, wenn ich nicht coden könnte, Richie, oder? Wird mir so richtig stinken. Würde ich halt auch kein Anti-Cheat machen, wenn ich nicht coden könnte. Das ist aber halt leider dann so eine andere Geschichte. Versager halt. Gut. Und da der Gomme-Server auch ein Versager-Server ist, dachten die sich, die nehmen das Versager-Anti-Cheat. Das passt gut zu denen. Und muss ich sagen, passt eigentlich ganz gut. Bin ich zufrieden mit. Habe ich wieder meinen Spaß mit in 2021. 2021, ein weiteres Jahr und Gomme ist noch immer scheiße. Aber hey, man könnte ja sich an Hypixel orientieren und alles richtig machen. Oder weiter alles falsch machen und noch mehr Kunden und Spieler verlieren. Das ist natürlich auch immer eine Option. Ja moin. Tschüss. So. Einmal eine Brustplatte. Hack ich immer noch? Ah, ein bisschen. Oder ne, gerade nicht. Aber die Aufnahme dafür abusen, um zu checken, ob man knackt. Ja, du knackst noch immer. Aber ja, moin, der echte Logic. Der echte Logic ist auch dabei. Ja, ja. Der hat auch schon keinen Bock mehr, wo der meine Bautechniken sieht. Würde ich aber auch verstehen, weil so gut wie ich kann halt nicht jeder. Ah, er ist geliebt. Er hat gar keinen Bock mehr. Oh nein, er hat sich in die Mitte gebaut. Wieso muss ich mit sowas jetzt auch noch spielen? Egal, vielleicht sieht er ja auch meine Bautechniken und lief dann einfach. So, wir sind gleich auch schon da. Das Einzige, was man gerade noch halt jetzt nicht machen kann, ist dann halt so schräg nach oben bauen. Aber das ist halt auch nicht so schlimm. So, dafür ist sein Bett jetzt hier down. Wir holen uns einmal ganz kurz einen Teleporter, falls der genau sowas macht. Oh, er will sogar kämpfen. Oh, das wird spannend. Gehen wir mal hier kurz Schwitzermodus. Aha, ja, ja. Mhm. So. Mathekurve wurde im Kopf ausgerechnet, um zu gewinnen. Okay. Der Server hat nicht mitgespielt, ist scheiße. Nein, das war jetzt nicht mein Bett, oder? Natürlich war es mein Bett. Einfach HVR verloren. Egal, war trotzdem eine schöne erste Runde. Mir scheißegal. So sind wir auch schon in der nächsten Runde. Jetzt strenge ich mich auch mal an, wirklich zu gewinnen. Und passe ein bisschen darauf auf, wer in die Mitte geht, weil da sieht man ja dann, was passiert. Gegen Bogen spielen ist halt ein bisschen tragisch. Aber naja. Leute haben sich schon in der letzten Folge beschwert, dass ich in die Mitte gegangen bin. Jetzt wisst ihr warum. Damit bin ich den Leuten halt immer einen Schritt voraus und dann muss ich halt später nicht darunter leiden, dass ich es nicht getan habe. Aber ja, so muss ich halt aus meinen Fehlern wieder lernen. Immer mehr schwitzen als der Gegner, dann geht es einem gut. Habe ich von Logic gelernt. Immer die Angel auspacken. Einfach gleich in Bedwars eine Angel kaufen und dann ist alles in Ordnung. So. Aber Cedric, so schneidest du die letzten 7 Runden, die du alle gewonnen hast, nicht rein? Ja, das wäre doch sonst zu peinlich für den Gomme-HD-Server. Das musst du doch auch verstehen. Ich darf die doch einfach nicht so... Hey. Blamieren. Oh, Junge. Nein, es war so klar, Digga. Guck es dir an, er geht jetzt zu meinem Bett. Er ist so ein kleiner, schwarzer Junge. Du kannst ja neben ihm vorbeihüpfen und einfach dich währenddessen rüberbauen. Ja. Hat er so einen Gucci-Villager-Skin, what the fuck? Oh, das wird mir richtig stinken, Digga. Oh, das wird mir so heftig stinken, wenn ich er wäre. Oh, tragisch, einfach nicht das Bett bekommen. Der hätte es halt einfach so einfach bekommen, wenn er nicht gewartet hätte. Da
Er wollte aber, glaube ich, ein bisschen disrespecten. So. Die Frage ist, ob der jetzt halt direkt wieder zu mir gehen will oder nicht. Und, ich wusste es. Mein siebter Sinn hat sich gemeldet. Da baut sich jemand in die Mitte. Gomma HD mit 2E. Digga. Im Gomme-Clan. Ich glaub's nicht. Ich will sterben. Dass ich sowas hier noch sehen muss. Ja, moin. Du musst dann den Titel packen, Gomme umgecheatet. Ja. Werde ich natürlich dann auch machen. Das ist so wunderschön, dass das halt wirklich null flaggt. Grüße gehen da auch mal wieder raus an Yannick. Einfach der beste Gommel-Client der Firmenshop. Der einzig wahre. Junge, wie nervig kann ein einzelner Mensch eigentlich noch werden? Alter. Weißt du, er geht sogar zu ihm. Ah, es könnte was werden. Vielleicht schmeißt er nicht uns beide runter. Ey, wild. Oh, wird mir stinken, Alter. Das wird mir so richtig heftig stinken. Problem, er geht jetzt zu meinem Bett. Vielleicht machen wir jetzt hier den schnellen Hasen. Los, Eisen spawn, 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 spawn. So. Na, schneller Hase war tatsächlich schnell. Einfach Five-Head, outsmarted. Junge, ich wusste nicht mehr, dass es sowas gibt. Oder ja, sowas lernt man nur, weil andere Leute sowas gegen einen einsetzen. Und dann sieht man so, ja, okay, ist ein Hurensohn, muss sowas auch benutzen, alles klar, nice. Ja, aber hey, der ist das schon mal wenigstens Gomma. Draußen, der Gomma HD. Junge. Gomma HV, Loser. Oh, das ist der Gucci Village, da musst du aufpassen. Ja, dann packt er den Knüppel aus. Das wird mir natürlich stinken, wenn das halt gegen meinen Velocity überhaupt nichts bringt. Oh, tragisch. In welche Richtung? Grün, grün, grün. Bin ich behindert, Alter? Ah, da ist grün. Und blau hat auch... Nee, ich hab noch. Alles klar, perfekt. Oh, da packt er wieder den Knüppel aus. Optimale Geschichte hier. Oh. Stinken wird mir das so richtig, Alter. Funktioniert einfach nicht, der Knockback-Stick. Ah, er versucht's nochmal. Gucken wir mal, ob's dieses Mal was bringt. Ah, schade. Schade, ne? Oh, das wird mir richtig stinken. So, tschüss. Ach komm, fall doch einfach runter. Er versucht's noch ein fünftes Mal oder so. Vielleicht ja dieses Mal. Tschüss. Ein Hit gebe ich dir noch mit. Ah, natürlich hat der mein Bett. Aber es ist der letzte, der auch kein Bett mehr. Jetzt verliere ich einfach das 1 gegen 1 gegen den Clean. So. Der muss ja dann da hinten sein. In der Hoffnung, dass er. Ja. Cut, cut, cut. So, da sind wir dann jetzt in der letzten Runde. Ich habe es endlich dann auch mal hingekriegt, den Streaming-Mode anzumachen, was ich eigentlich die ganze Zeit schon in Aufnahmen machen wollte, aber egal. Das ist ja nicht relevant. Das ist ja beim letzten Video eigentlich schon relevant gewesen, aber naja, jetzt ist es eh schon zu spät. Und wir schützen direkt zu seinem Team rüber. Ich muss sagen, bei dem Scaffold Walk, der ist schon echt geil, aber ich stelle mich halt echt dumm an. Hat man in der letzten Runde perfekt gesehen. Wenn ihr den selber benutzt, werdet ihr merken, was ich meine. Wenn man halt wirklich jetzt so in die Richtung guckt. So, geradeaus. Scaffold Walk anmacht. Leertaste gedrückt haltet. Es gibt keine Probleme beim Scaffold Walk, null. Aber sobald dann halt so ein Hase herkommt und irgendwie autistisch seine Maus in irgendwie 90 Grad Bewegungen zwischendurch bewegt, dann fällt man halt runter. Und das war genau das wieder. Und ich drück dann halt auch immer A. Und D, um das auszugleichen, weil es ein fucking Reflex von mir ist und ich mach's trotzdem. Ja. Aber wenigstens gut, dass ich jetzt gerade nochmal gezeigt habe, weil ich dumm bin. So. Gut. Mal kurz die Brustplatte auch anziehen. Dann gehen wir direkt zu dem Team rüber, weil der bedroht mich hier ja mit seinem Optifine Cape. Das dürfen wir uns hier nicht gefallen lassen. So. So.
Laser. Ja, moin. Haus rein, Bro. Freut mich, dich gekannt zu haben. Oder auch nicht. Ach, der lebt ja noch. Tschüss. Machen wir uns einfach mal dicke Rüstung hier rein. Okay, das reicht nicht mehr ganz. Holen wir uns halt das eine Eisen noch vom Boden. So. So. Und da kommt auch schon der nächste BRC-Schwitzer, der es mit uns hier aufnehmen möchte. Sind wir ja ganz gespannt, was da passieren wird. Er wird uns natürlich versuchen runterzunocken, aber Nuller Velocity wird mir stinken. Na, ja. Oh, das wird mir natürlich richtig stinken, Digga. Würde ich nicht auf so einem Dreckserver wie Gomme spielen. Wo sowas halt noch immer durchgeht. Doof. Würde ich lieber einen Client bei Haze kaufen. Kostet weniger als Gomme Premium. Und auf Gomme wird man ja eh gebannt. Egal ob Legit oder Clean. Legit oder Clean, aha. Legit oder Hacker. Ich sollte vielleicht ein bisschen vollregen. Weil der stinkt. Wie viele Leute gibt es eigentlich noch? Genau 4. Passt eigentlich. Ich dachte gerade, er spielt Knockback-Stick, aber... Oh, Junge, Alter. Er spielt nicht Knockback-Stick. War tatsächlich sehr unerwartet. Buddy, ich bin gerade am Aufnehmen, bitte nicht reden. Ah, jetzt spielt er mit Knockback-Stick. Dann brauche ich die Potion natürlich doch nicht. Perfekt. So muss das laufen. So kannst du gerne weiterspielen mit deinem Knockback-Stick. Scheiß Versager. Ah, ah, cool bist du. Nice ADSler. Schlag noch ein bisschen weiter mit deinem scheiß Autoklicker auf mich ein. Wird dir bestimmt viel nützen. Ah, oh, hat dir doch nichts gebracht. Das wird mir natürlich stinken. So. Team Rot. Und Team Orange und Team Blau. Alles klar, sind direkt nebeneinander. Team Blau und Rot. Das freut mich doch. Einmal geradeaus jetzt hier Scaffold walken. So. Perfekt. Team down. Jetzt noch über High Ground eben den roten runterschmeißen. Vorzugsweise genau so. So, fall einfach bitte runter, stirb an Fallschaden, irgendwie sowas. Ah, dann machen wir es einfach so. Sehr schön. Easy Runde. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Kleines wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und falls ihr einen Alt-Generator braucht, ist das der zweite Link in der Beschreibung. So schön und schnell kann das mit Eject gehen, wenn man sich nicht wie ein vollbehinderter 80 IQ Gommespieler anstellt. Aber ja, das kennt ihr von mir nicht anders. Und deshalb wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.